Hallo zusammen, herzlich willkommen wieder hier auf meinem Videoblog. Es gibt zwei neue Videos für euch. Teil 1 heute und das Thema ist ja vielleicht ein bisschen theorielastig, aber für mich eines der wichtigsten Themen. Und zusammen mit Adobe, die das Ganze hier so ein bisschen unterstützen, möchte ich auf ein ganz, ganz wichtiges Thema eingehen, was es gar nicht direkt mit Lightroom und Photoshop zu tun hat, was aber maßgeblich entscheidend ist, wie ich der Meinung bin, für einen kompletten Workflow, und das ist das Thema Farbmanagement. Es gibt von mir einen Workshop, der geht sozusagen von der richtigen Kalibrierung des Monitors bis hin zum richtigen Druck. Und so eine ganz kleine Kurzzusammenfassung dieses Workshops, der einen kompletten Tag geht bei mir, möchte ich euch jetzt mal in zwei Videos geben. Da wird ein bisschen was fehlen, der ganze mittlere Teil mit der Bearbeitung und so weiter wird so ein bisschen fehlen. Aber ich möchte euch zeigen, wie ihr ganz einfach ein konsequentes Farbmanagement bei euch durchführt, wie ihr den Monitor richtig kalibriert und dann letztendlich eure Bilder farbkorrekt bearbeitet und dann auch ausdruckt. Also, bleibt dran! Ja, natürlich ein Theoriethema, ein langweiliges Thema in Anführungsstrichen, aber für mich eines der wichtigsten Themen. Denn wenn ihr nicht farbkorrekt arbeitet, dann ja, müsst ihr euch nicht wundern, wenn andere eure Bilder von den Farben her komisch finden, wenn eure Ausdrucke, die ihr vielleicht vom Labor bekommt, anders aussehen, als ihr sie bei euch auf dem Monitor seht. Und viele denken, Farbmanagement, das ist sowas ganz Schwieriges, damit komme ich nicht zurecht. Und damit möchte ich einfach mal aufräumen und euch zeigen, was ist wichtig. Das Thema Farbmanagement fängt im Prinzip in der Kamera an. In der Kamera ist der erste Punkt, wo ich mit dem Farbmanagement in Berührung komme, denn da kann ich auswählen, in welchem Farbraum ich denn fotografieren möchte. sRGB oder Adobe RGB. Ganz kurz zum Unterschied, ich blende euch hier mal eine Grafik ein, die das ganz gut verdeutlicht. Adobe RGB ist einfach der größere Farbraum. Es sind also mehr Farben enthalten. Und möchte ich diese Farben nutzen, brauche ich natürlich auch Geräte, die diesen Farbraum unterstützen. Also es nützt nichts, bei der Kamera jetzt zum Beispiel in Adobe RGB zu arbeiten und dann habt ihr einen Monitor auf dem Schreibtisch stehen, der nur sRGB anzeigen kann, dann könnt ihr auch gleich in sRGB fotografieren. Was die Kamera angeht, da ist es tatsächlich per se erstmal egal, ob ihr in sRGB oder in Adobe RGB fotografiert, vorausgesetzt ihr fotografiert in RAW. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, weil die meisten von euch tun das. Und da werden ja die Rohdaten, also die rohen, die reinen Dateiinformationen, die auf dem Sensor gelangen dann letztendlich auch zu uns in den Rechner. Das heißt, an der Kamera ist es fast egal, was ihr einstellt, es sei denn, ihr fotografiert JPEG. Und JPEGs sind auch sRGB. Also es ist an der Kamera letztendlich egal, was ihr einstellt. Dann ist der nächste Schritt, die Kameradaten oder die Bilder werden auf meinen Rechner geladen. Und da fängt es schon dann an, nämlich mit dem Anzeigerät. Und das ist was, was viele, viele unterschätzen. Leider Gottes, die kaufen sich eine teure Kamera, haben aber einen billigen Büromonitor, an dem sie die Bilder dann anschauen. Und das ist für mich ein großer Fehler, denn wenn wir uns ein Bild anschauen, was zum Beispiel sehr dunkel ist, kann es sein, wenn euer Monitor zu dunkel eingestellt ist, dass ihr die Flecken, die vielleicht noch in den dunklen Tönen vorhanden sind, dass ihr die gar nicht seht. Und genau andersrum natürlich genauso, wenn er zu hell eingestellt ist, was bei vielen Monitoren, Büromonitoren der Fall ist, dann werdet ihr Sensorflecken oder dergleichen im hellen Himmel überhaupt nicht wahrnehmen, weil euch diese Tonwerte einfach fehlen. Also ein korrekt eingestellter Monitor ist für mich das A und O der Bildbearbeitung. Bevor ihr den nicht richtig eingestellt habt, könnt ihr im Prinzip gar nicht richtig arbeiten, denn ja, ihr wisst ja nicht, was ihr für Farben bearbeitet. Ist das Rot, was ihr eigentlich haben wollt, sondern ihr seht nur das, was euer Monitor darstellt. Und das ist der Grund, warum ein Monitor kalibriert werden muss. Ganz kurz nochmal zum Thema Farbraum. Ich nutze hier ISO-Monitore und die sind alle sogenannte Wide-Gamut-Monitore. Das heißt, die können den Adobe RGB-Farbraum abdecken. Das heißt, ich sehe all diese Farben, erinnert euch an diese beiden Dreiecke, die ich euch gerade gezeigt habe, die auch diese gesättigten Farben, die sind hier visuell darstellbar.
einfache Monitore, die nur sRGB darstellen können, die können letztendlich dann diesen erweiterten Farbraum nicht darstellen. Das heißt, ihr könnt das Adobe RGB im Prinzip aus eurem kompletten Workflow streichen, denn euer Monitor kann es sowieso nicht hier darstellen. Also könnt ihr hier auch in sRGB bleiben. Bei den Monitoren gibt es noch einen weiteren Qualitätsunterschied neben dem Farbraum und das ist die Kalibrierbarkeit. Prinzipiell kalibrierbar ist jeder Monitor, egal ob Laptop oder Büromonitor oder eben so ein Grafikmonitor wie hier der ISO. Es gibt aber zwei unterschiedliche Versionen, die Softwarekalibrierung und die Hardwarekalibrierung. Der Punkt ist, ich brauche für beide eine Software und ich brauche für beide eine Hardware. Also deswegen kann man aus dem Namen allein nicht auslesen, wo jetzt eigentlich der Unterschied liegt. Ganz mal angefangen, wie fängt es überhaupt an? Die Grafikkarte sendet ein Signal an euren Monitor. Jetzt gibt es dummerweise aber kein Feedback, sonst kein Kabel zurück, das dann auch verifiziert, ist die Farbe, die hier im Monitor dargestellt wird, auch diejenige, die die Grafikkarte rüberschickt. Und deswegen muss eine Kalibrierung durchgeführt werden. Ich habe hier mal das Fenster von dem Color Navigator, das ist die ISO-Software. Und wenn ich hier jetzt mal eine Kalibrierung starte, das mache ich nebenbei mal ganz kurz. Das solltet ihr so alle 2-3 Monate machen. Dann wird hier eine Kalibrierung durchgeführt und bei diesem Gerät ist es zum Beispiel so, da fährt jetzt, habt ihr gerade gesehen, oben ein Sensor aus, der Kolorimeter, und jetzt werden verschiedene Farbflächen hier auf den Monitor projiziert und der Kolorimeter misst aus, was für Farben werden hier dargestellt. Es sollte nicht so sein, wie es bei mir jetzt hier gerade ist, dass jetzt hier von hinten oder von der Seite noch irgendwelche LED-Lichter auf euren Monitor strahlen, sondern ihr solltet diese vorher ausschalten. Es sollten also Umgebungsbedingungen sein, dass kein direktes Licht auf euren Monitor fällt. Jetzt werden Grautöne, Weißtöne, Schwarztöne ausgemessen und noch definierte Farben. Und dann weiß die Software, was hier für Farben dargestellt werden. Und weichen diese nun ab von den Farbdaten in der Datei oder von den hier dargestellten Farbflächen, weiß die Software, okay, ich muss dieses Signal, was von der Grafikkarte kommt, umbiegen. Ich muss also Farbwerte verschieben, damit die richtigen Farben dargestellt werden. Und da beginnt jetzt der Unterschied zwischen der Hardware- und der Softwarekalibrierung und auch der Qualitätsunterschied. Bei der Softwarekalibrierung, was bei vielen einfachen Monitoren auch der Fall ist, da wird diese Information, dieses sogenannte ICC-Profil, auf der Grafikkarte, also im Betriebssystem, gespeichert und die Daten, die sozusagen von der Grafikkarte an den Monitor geschickt werden, werden verändert. Das bedeutet natürlich, wenn jetzt eine Farbe, besteht ja immer aus verschiedenen Farbwerten, jede Farbe hat einen Rot-, einen Grün- und einen Blauanteil und wenn ich da jetzt Veränderungen vornehme, reduziere ich die Anzahl der Farbtöne, die jetzt noch enthalten sind. Das heißt, es ist im Extremfall, wenn das quasi das Grafikkartensignal extrem verbogen werden muss, weil es überhaupt nicht übereinstimmt, fehlen euch ganz, ganz viele Tonwerte. Das heißt, die Farbtiefe wird geringer. Das heißt, die bildliche Darstellung hier auf dem Monitor wird schlechter. Und bei einer Hardware-Kalibrierung ist es so, dass dieses ICC-Profil nicht auf der Grafikkarte gespeichert wird, sondern im Monitor direkt. Das heißt, das Signal der Grafikkarte kommt 1:1 am Monitor an. Der übersetzt dieses nun auf die richtigen Farben. Das heißt, ihr verliert keine Farbwerte. Deswegen ist eine Hardware-Kalibrierung qualitativ immer besser wie eine Software-Kalibrierung. Da könnten wir jetzt noch Stunden drüber reden. Und wenn ihr mal mit einem Fachmann wie zum Beispiel Christian Ohlig von ISO zusammentrifft, der kann über dieses Thema Hardware- und Software-Kalibrierung, glaube ich, 3 Stunden reden. Aber vom Grundprinzip ist es, denke ich, klar geworden, Verlust von Tonwerten bei einer Software-Kalibrierung und voller Erhalt aller Tonwerte bei einer Hardware-Kalibrierung. Das ist der Hauptunterschied. Und die Kalibrierung, wie gesagt, das ist ein Kinderspiel. Das machen die meisten Software nebenbei. Das hat jetzt ein bis zwei Minuten gedauert. Funktioniert genauso, wenn ihr zum Beispiel einen Spider nehmt, den auf eurem Laptop anwendet und so weiter und so weiter. Das habe ich ja auch euch neulich schon mal gezeigt, wenn ihr mit einem Spider arbeitet. Aber eine Kalibrierung ist tatsächlich kein großer Aufwand und ist etwas, was ihr auf jeden Fall durchführen solltet. Da nochmal, wie gesagt, kurze Wiederholung. Qualitätsunterschiede, Monitor,
sRGB-Farbraum, Adobe-RGB-Farbraum, je mehr, desto besser logischerweise, und Hardware-kalibrierbar und Software-kalibrierbar. Auch hier habe ich euch die Vorzüge der Hardware-Kalibrierung gerade erklärt. Aber egal, ob Hardware- oder Software-Kalibrierung, Hauptsache ihr kalibriert überhaupt, weil ansonsten wisst ihr überhaupt nicht, was hier dargestellt wird. Und das ist der Punkt, bevor ich hier nicht weiß, was ich sehe und dass diese Farben auch korrekt sind, wie soll ich da anfangen mit der Bildbearbeitung? Und all diejenigen, die zum ersten Mal ihren Monitor kalibrieren, die sind ganz überrascht, wie das Bild auf einmal aussieht, nämlich deutlich wärmer, als sie es gewohnt sind, deutlich dunkler, als sie es gewohnt sind, denn die meisten Monitore sind zu kühl und zu hell eingestellt. Also, kalibriert euren Monitor und dann habt ihr schon mal das Wichtigste für euer Arbeitszeug hier, die wichtigsten Grundlagen gelegt. Und wir können jetzt mal nach Lightroom reinschauen. Ich starte nebenbei mal Lightroom. Und auch da geht es dann sozusagen mit der Bearbeitung weiter. Und da ist jetzt die Frage, jetzt muss ich mal kurz an, jetzt brauche ich doch meine Brille. Funktioniert nicht mehr ohne. Ich bin dann doch deutlich zu alt, auf jeden Fall ohne Brille sehe ich nicht mehr genug. Und jetzt suche ich mal einfach mal irgendwas raus, was ich euch auch zeigen kann, wo jetzt nichts Schlimmes hinten dran liegt sozusagen. Gut, gehen wir einfach mal hier hin. Das sind ein paar Bilder aus Afrika, das ist glaube ich ganz unverfänglich. Denn ich möchte mit euch, und jetzt gehen wir mal hier nach Lightroom rein, euch mal zeigen, wie gehe ich dann weiter vor in der Bildbearbeitung. Prinzipiell importiere ich meine Bilder in Lightroom, und zwar, wenn ich sie importiere, das hatte ich ja euch in meinem Grundlagenvideo schon gezeigt, dann verwende ich immer als DNG kopieren, einfach weil ich das DNG für das bessere RAW-Format halte. Was ist denn bei den Einstellungen wichtig? Gehen wir mal hier gerade in die Voreinstellungen rein, und da gibt es, was das Thema Farbmanagement angeht, einen Punkt, der ist für euch entscheidend, und zwar ist es der Punkt externe Bearbeitung. Lightroom selbst arbeitet mit dem sogenannten Profoto RGB. Das seht ihr hier, findet ihr auch hier in der Auswahl. Profoto RGB ist quasi ein nochmal größerer Farbraum wie der Adobe RGB Farbraum und wird von Lightroom intern verwendet. Der Punkt ist aber, ihr dürft nie vergessen, ihr bearbeitet eine RAW-Datei nicht, sondern ihr schaut euch eine RAW-Datei an und es wird in einer dem RAW angehefteten Datei, einer sogenannten XMP-Datei, werden Änderungen durchgeführt. Und jetzt kommt der entscheidende Schritt, wie übergebe ich denn das Bild dann an die tatsächliche Bildbearbeitungssoftware, in meinem Fall Photoshop. Und das wird in diesem Voreinstellungsfenster hier geregelt. Das heißt, ich gebe es in der maximalen Qualitätsstufe weiter, was für mich bedeutet, ich verwende das PSD-Format als unkomprimiertes Dateiformat, das heißt, hier habe ich keinen Verlust. Dann habe ich jetzt hier aber nicht den Profoto RGB-Farbraum eingestellt, sondern ich verwende hier den Adobe RGB-Farbraum. Warum? Ich habe doch gerade gesagt, der Profoto-Farbraum ist nochmal größer. Warum verwende ich dann nicht den? Ich verschenke ja sozusagen Farben. Aber mein Monitor kann nur Adobe RGB darstellen. Und dasselbe gilt natürlich, wenn ihr hier einen Büromonitor habt oder einen Monitor, der halt kein Adobe RGB darstellen kann, dann bedeutet es, ihr braucht hier auch nicht was einstellen, was euer Monitor sowieso nicht darstellen kann. Das heißt, ich wähle hier den Farbraum, den mein Monitor auch anzeigen kann, weil ich kann nichts bearbeiten, was ich nicht sehen kann. Also wähle ich hier Adobe RGB. Dann natürlich die maximale Farbtiefe, 16-Bit, und als Auflösung, da steht spannenderweise von Adobe immer voreingestellt 240. Da wollte ich schon immer mal fragen, warum das so ist. Denn der Standard für Bildagenturen, Zeitungen und so weiter sind einfach nur mal diese 300 dpi. Und deswegen solltet ihr eure Bilder mal weitergeben an Agenturen, an Druckereien und so weiter. Sind die total glücklich, wenn da 300 drin steht. Es ist eine rein informative Größe. Auch dazu gibt es ein Video von mir, was tatsächlich auch schon wieder ein bisschen älter ist.
Und das verändert auch nichts an eurem Bild, aber schreibt einfach 300 rein, da sind, wenn ihr die Dateien mal irgendwie an einen Dritten weitergebt, sind diejenigen glücklich. Und dann öffnet ihr euer Bild in Photoshop und es wird mit diesen Einstellungen dann erstmalig das Bild tatsächlich bearbeitet. So, und an der Stelle möchte ich dann auch Schluss machen, denn ich glaube, zu lange zuhören ist letztendlich schwierig. Im zweiten Teil des Videos möchte ich euch dann erklären, was ich in Photoshop einstellen muss, damit ich farbrichtig arbeite und was ich dann beim Drucken noch bearbeiten muss. Denn für mich hört die Bildbearbeitung oder das Finalisieren des Fotos hört nicht in Photoshop auf, sondern ich arbeite ja hier sehr eng mit den Firmen Tecco und Ilford zusammen. Sie haben so einen Spruch, it's not done until it's printed. Und das ist was ganz Wichtiges für mich. Das ist halt ein Riesenunterschied, ob ein Bild irgendwie auf einem matten Papier gedruckt wird, auf einem Baryt-Papier gedruckt wird, auf einem glänzenden Papier gedruckt wird. Und da kann man so viele tolle Nuancen noch aus dem Bild rausholen. Und deswegen kämpfe ich da auch so ein bisschen dafür. Deswegen hört auch mein Workshop nicht hier in der Software auf, sondern erst dann, wenn wir unsere Bilder ausgedruckt vor mir haben. Also, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Kamera im Prinzip egal, ob ihr in Adobe RGB oder in sRGB arbeitet. Monitor, ganz wichtig, diesen zu kalibrieren, damit ihr nicht im Trüben fischt. Die Unterschiede zwischen Hardware- und Softwarekalibrierung habe ich euch, glaube ich, ausführlich genug erklärt. Der Farbraum des Monitors ist ebenso entscheidend. Je größer der Farbraum, desto mehr Farben könnt ihr sehen und letztendlich dann auch bearbeiten. Das heißt, Weitgangmut-Monitore sollten eigentlich Pflicht sein, auch für Fotografen. Und in Lightroom ist es dann letztendlich nur wichtig, wie ihr das Bild an Photoshop weitergebt. In Lightroom direkt übernimmt Lightroom sozusagen dieses Farbmanagement für euch. Ihr arbeitet sowieso im größtmöglichen Farbraum, den Pro-Foto-Farbraum. Eure Bilder werden in Lightroom ja auch noch nicht bearbeitet. Das sind ja nur RAW-Daten. Und wie es dann in Photoshop weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Video. Ich hoffe, ihr bleibt mit dabei und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.